finden wir im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um des schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Liebe Gemeinde, es ist das älteste Bild, das wir von Jesus kennen. Es stammt aus dem 3. Jahrhundert. Ich habe es Ihnen heute mitgebracht. Es stellt Jesus als den guten Hirten dar. Eine ganz ungewöhnliche Jesus-Darstellung für uns. Ein römisch gekleideter junger Mann, der ein Schaf oder einen Ziege auf der Schulter trägt. Zwei weitere Tiere stehen herum und das Idyll wird vervollständigt durch Vögel im Himmel. Dieses Bild findet man, wie viele christlichen Altertümer, in der ewigen Stadt Rom, in den Priscilla-Katakomben. Datiert wird es, wie gesagt, auf etwa 230 bis 40 nach Christus. Der Maler ist anonym geblieben, obwohl es eines der berühmtesten Bilder ist, die so um die Welt gehen. Und die Technik, die er verwendet hat, ist die Technik des Freskos. Also es wird in die Wand, auf den feuchten Putz hineingemalt. Die frühe christliche Gemeinde in Rom, hatte offensichtlich ein Bedürfnis nach dem Bild vom Hirten. Sie war fasziniert von diesem Bild des Hirten. Wundern Sie sich da nicht? Es ist nicht das Bild des Gekreuzigten, es ist nicht das Bild des Auferstandenen, was uns als älteste Jesus-Darstellung überliefert ist, sondern das Bild des guten Hirten. Das, was wir als christliche Gemeinde heute als Jesus-Bild kaum noch verwenden. Aber offensichtlich war es damals von einer besonderen, intensiven Bedeutung. Es lässt erkennen, was die Menschen in allen Zeiten bei Jesus eigentlich suchen. Das Bild vom Hirten und von der Erde ist zu einem festen Bild für die christliche Gemeinde geworden. Das geht auf die Bibel zurück. Wir haben ja heute auch eine solche Stelle wieder gehört, im 1. Petrusbrief, wo die Gemeinde als eine Herde bezeichnet wird. Und wir sind heute Morgen als eine Herde angesprochen. Nun, da gibt es aber eine kleine Schwierigkeit. Das Bild von der Herde ist in unserem Kulturkreis nämlich irgendwann mal gekippt. Im Rokoko, also so im 18. Jahrhundert, da waren Schäferinnen und Schäfer noch idyllische Figuren, da waren sie beliebt, da wurden sie überall dargestellt. Und sogar Königinnen haben sich als Hirtinnen verkleidet, weil das irgendwie doch schick und angesagt war. Als niedlicher Porzellan-Nippes hat die Schäferin der Schäfer in so vielen Schrankvitrinen auch einen Platz gefunden. Vielleicht hat der ein oder andere so ein Stück sogar noch zu Hause. Und das Schäferstündchen, die erotische Spielerei, ist ja in unserem Sprachgebrauch noch geblieben von dieser positiven Konnotation, was man mit all dieser Hirtendasein und Herdendasein so verbindet. Inzwischen sind die Viehherden nur noch Nostalgie. Die Zahl derer, die eine Schafherde noch wirklich draußen in der Natur erlebt haben, dürfte sich doch eher gering belaufen. Und darum ist es uns heute Morgen in unserer Schafs- oder Ziegenhaut vielleicht nicht so richtig wohl. Denn wer will schon gern mit einem Schaf oder gar mit einer Ziege verglichen werden? Wir fühlen uns dann schon leicht herabgesetzt, wenn ich Sie jetzt hier so begrüßen würde, meine lieben Schäfchen und Zicklein. Diese Tiere gelten nämlich nicht als sehr intelligent. Und wenn jemand in einer Herde mitläuft, dann sagen wir das eigentlich von solchen Menschen, die gar nicht wirklich nachdenken, sondern nur dumpf irgendwo hinterherlaufen, wo die Masse hingeht. Wir haben kein positives Bild mehr davon. Manchmal, wenn Menschen klar machen wollen, dass sie sich eigentlich davon distanzieren, sprechen sie mich gerne darauf an und sagen, ihre Gemeindeschäfchen. Da
klingt immer sehr viel Ironie mit. Und wenn dann noch die Frage drauf gesetzt wird, und darf ich Sie Herr Pastor nennen, dann wird mir endgültig mulmig dabei. Denn wenn so von Gemeinde gesprochen wird, da gibt es den Pastor und der hat seine Schäfchen und die trotten ihm in all ihrer Naivität und Einfältigkeit hinterher, dann ist das ein Bild von Gemeinde, das ich nicht gerne teile. Und dann sage ich immer ganz deutlich, nein, ich bin nicht Herr Pastor. Die Norddeutschen sind dann immer ganz erschrocken, denn da ist es sozusagen die übliche Bezeichnung, Herr Pastor. Ich sage dann immer ganz klar, nein, ich bin nicht der Hirte. Der Pfarrer, die Pfarrerin ist nicht der Hirte. Der Hirte ist Christus. Und die Konstruktion der christlichen Gemeinde, dass es da einen mehr oder weniger freundlichen Hirten gibt, dem eine mehr oder weniger intelligente Herde folgt, ist ein ziemlich gemeines Bild der modernen Zeit über unsere christliche Gemeinde. Woran liegt das, dass sich das Bild so gekippt hat? Nun, das liegt daran, und ich habe ja auch schon häufiger an dieser Stelle davon gesprochen, wir denken heute über uns am liebsten als Einzelpersonen nach. Wenn wir über uns nachdenken, dann denken wir immer über ein Ich nach. Wir verstehen uns ganz selten nur, oder ganz selten überhaupt als ein Wir. Ist ganz wichtig für uns, dass wir eine Persönlichkeit haben. Und wir haben dann auch das Gefühl, es geht etwas von dieser Persönlichkeit verloren, wenn wir in so eine große Herde eingeordnet werden. Wer bin ich dann noch? Ich will ja nicht einer von vielen tausend sein, sondern ich will ich sein. Und wir haben auch nicht mehr das Gefühl, dass uns etwas verloren geht, wenn wir nicht zu einer bestimmten Gruppe dazugehören. Das war durchaus mal anders. Menschen in unserem Kulturkreis hatten durchaus das dringende Bedürfnis, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, weil sie sonst das Gefühl hatten, außen vor zu sein. Wir sehen uns gern als starke Einzelkämpfer und Kämpferinnen. Und wenn man das so der Statistik glauben darf, viele Menschen in unserer Gesellschaft leben die meiste Zeit ihres Lebens auch tatsächlich allein. Also das Single-Dasein ist sozusagen das Standard-Dasein des menschlichen Lebens geworden. Nach der Familienphase kommt oft eine jahrzehntelange Phase als Single. Daher die Frage, sind wir tatsächlich Einzelkämpfer? Menschen sind soziale Wesen. Wir können gar nicht alleine leben. Wenn wir nicht verkümmern wollen, dann brauchen wir Kontakt. Wir brauchen den Kontakt zu den anderen Menschen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen uns anfassen. Ja, wir müssen uns auch anfassen, wir müssen uns anschauen, wir müssen uns riechen und hören können. Atmen Sie mal tief ein, ob Sie vielleicht Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin auch riechen können. Sie glauben nicht, wie unglaublich wichtig das für unser soziales Wohlbefinden ist, dass auch das gewährleistet ist. Nicht umsonst sagt man auch, ich kann den nicht riechen. Wir brauchen sogar das Gefühl von Haut auf Haut. Wenn uns all diese Formen des sozialen Kontaktes verloren gehen, fangen wir an zu verkümmern, auch emotional und seelisch zu verkümmern. Menschen können gar nicht überleben ohne Kontakte und wir können nur wirklich Menschen sein, wenn wir da als soziales lebende Wesen auch existieren. Was macht unsere Bestimmung zum Menschen aus? Unsere Bestimmung zum Menschen macht aus, dass wir in Gemeinschaft leben. Das will ich heute Morgen noch einmal ganz deutlich betonen. Denn der Mensch ist ein soziales Tier. Daran lässt sich nichts rütteln. Er braucht die Wärme der anderen. Und das ist keine Schwäche, das ist gerade die Stärke des Menschen. Gute Beziehungen, gute Gemeinschaft, die gehören zur Lebensqualität unbedingt mit dazu. Und es gibt dazu auch Untersuchungen, die feststellen, die Menschen mit der geringsten Lebenserwartung, mit der schlechtesten Gesundheit und mit der schlechtesten psychischen Verfassung sind solche Menschen, die dauerhaft sozial isoliert sind. Was für unsere Lebensbereiche überhaupt gilt, das gilt auch für unser religiöses Leben. Wer religiös aktiv sein will, braucht Gemeinschaft. Menschen versammeln sich, und darum sind wir ja auch heute Morgen hier so zusammengekommen, weil sie ihre Glaubensbeziehungen pflegen und stärken wollen. Und um die zu pflegen und zu stärken, brauchen sie das Gegenüber, den anderen, die Gemeinschaft, die dabei hilft. Ich wage einmal die These, Glaube wird immer auch aus der Gemeinschaft heraus geboren. Niemand kommt allein für sich im Kämmerchen zum Glauben, sondern immer nur
aus dem Erleben einer Gemeinschaft und aus der Beziehung daraus. Darum haben die ersten Christen und darum hat Jesus selbst immer wieder auf das Bild vom Hirten und von der Herde zurückgegriffen, um diesen Aspekt des Glaubens auch deutlich hervorzustellen. Er wächst aus dem Miteinander, aus der Gemeinschaft. Nun haben die Menschen heute damit ein Problem. Am liebsten sind sie eigentlich Einsiedler des Glaubens. Am liebsten praktizieren Menschen ihren Glauben dann, wenn ihnen überhaupt niemand zusieht und überhaupt niemand sonst mit im Raum ist. Ganz oft wird mir das im Gespräch gesagt. Ja, wissen Sie, wenn ich so ganz für mich allein bin, das ist dann vielleicht der Wald oder das stille Kämmerlein oder sonst ein Ort, da glauben die Menschen, da wird sozusagen das Innere, das religiöse Innere für sie noch einmal offenbar. Aber ist Einsiedelei im Glauben wirklich ein fruchtbringendes, weiterführendes Ziel? Ich kann verstehen, dass religiöse Empfindungen heute so intim gelten, dass man sie überhaupt nicht in einer Öffentlichkeit preisgeben will. Manchmal sage ich, was früher die Sexualität als Tabu gewesen ist, ist heute die Religiosität. Es ist sozusagen extrem peinlich, es in einer Öffentlichkeit darzustellen. Und das macht es so unglaublich schwierig, in Gemeinschaft Glauben leben zu können. So wie Menschen heute leben und wie sich die Gemeinde selbst versteht, wir müssen das attestieren, hat heute einen inneren Widerspruch, der nicht leicht zu überwinden ist. Nun spricht unser Brief ja besonders auch von den Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde. Und Führungspersönlichkeiten haben in unseren Lebensbereichen eine sehr große Bedeutung. Es hat jemand zum Beispiel mal für die Politik festgestellt, dass die Figur der Kanzlerin oder des Kanzlers immens an Bedeutung gewonnen hat. Dass es in der früheren politischen Kultur gar nicht so relevant war. Inzwischen aber an dieser einen Person sehr viel aufgebaut wird. Ähnliches erleben wir auch beim amerikanischen Präsidenten, dass an dieser einen Person und Persönlichkeit unglaublich viel aufgebaut wird. Gerade weil die äußeren Zwänge und Bindungen immer schwächer werden, brauchen wir Personen, die eine Überzeugungskraft ausstrahlen. Und Führungspersonen sind solche, die Bindungen aufbauen müssen. Darin besteht ihre Qualität. Menschen tun nämlich nicht mehr etwas, weil sie es tun müssen, weil die Konvention sie dazu bringt, sondern sie tun es, wenn sie dazu motiviert werden. Das merken wir schon in der Schule. Es ist ein Aha-Erlebnis des Lehrers oder der Lehrerin, dass man in der Schule nicht einfach den Schülern nur sagen kann, jetzt machst du das und das, sondern man muss sie motivieren dazu, das zu tun, was man wünscht, dass sie tun. Aber wir kennen das im Arbeitsleben genauso. Denn auch wir sind solche, die darauf angewiesen sind, motiviert zu werden. Und dabei ist es in der Gemeinde wie in den übrigen Lebensbereichen. Es gibt Menschen, die führen uns. Wir können uns Lebensbereiche gar nicht anders denken, als dass man durch eine Führung eine klare Struktur hat. Meine Beobachtung ist, dass die Prozesse in meinen Jugendgruppen am unbeliebtesten sind, wenn ich nicht vorgebe, was wir tun, sondern ich sage, jetzt empfinden wir als Gruppe die Entscheidung, was wir gemeinsam machen. Das mögen die Jugendlichen überhaupt nicht, weil es extrem lange dauert, bis man überhaupt nur irgendwie zu was kommt. Am liebsten ist es doch, einer sagt, wo es lang geht und man akzeptiert das oder man lehnt es ab. So ähnlich sind wir Erwachsene übrigens auch gestrickt, nur mit dem Unterschied, dass wir dann lieber ablehnen als akzeptieren. Wie ist das? Werden wir gerne geführt? Und die interessante Frage, braucht unser Glaube denn sowas wie eine Führung? Oft neigen Menschen dazu, dem Pfarrer oder die Pfarrerin diese Führungsrolle zuzusprechen. Ja, Moment mal, Sie sind doch da hier der Chef der Gemeinde. Das ist überhaupt nicht evangelisch. Und leider ist es auch aus den evangelischen Gemeinden dieses katholisierende Bild nicht herauszubringen. Geführt wird eine Gemeinde durch eine Gruppe von Menschen. Niemals durch die Einzelperson des Pfarrers oder der Pfarrerin alleine. Das war übrigens in den neutestamentlichen Zeiten schon so. Denn nicht umsonst hat Christus die 12 Apostel als die Führung der Kirche eingesetzt. Es war von Anfang an immer ein Gremium. Der Pfarrer mag vielleicht das bekannteste Gesicht sein, aber es ist nicht allein seine Verantwortung, die Gemeinde zu führen. Und überhaupt
sind Einzelpersonen als Führung viel leistungsschwächer als eine Gruppe. Deshalb sind ja zum Beispiel die Monarchien gescheitert und untergegangen in der modernen Welt, weil sie mit der Komplexität nicht mehr fertig wurden. Und deshalb sind die Demokratien so stark geworden. Sie sind leistungsfähiger. In unserem Brief werden die Ältesten angesprochen. Das ist jetzt nicht unbedingt altersmäßig gemeint, also Sie dürfen sich da jetzt entspannen. Es geht nicht darum, die altersmäßig Ältesten herauszufinden. Es ist sozusagen der Ehrentitel, die Presbyter, für diejenigen, die die Gemeinde führen. Und wie sie die Gemeinde führen, das bestimmt die Gestalt der Gemeinde ganz entscheidend. Wir sagen hier in unserem Bereich nicht Presbyter, wir sagen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Sie sind das Leitungsgremium der Gemeinde. Sie sind nicht die Führungspersönlichkeiten allein in der Gemeinde. Denn es gibt noch mehr Menschen, die durch ihre Persönlichkeit in einer Gemeinde Einfluss ausüben. Es gibt Menschen außerhalb des Kirchenvorstandes, die durchaus sagen können, wo es lang geht, in der einen oder in der anderen Richtung. Da sind wir wieder ganz in den Zeiten des Neuen Testaments. Es ist nicht mehr der äußere Zwang, der Menschen dazu bringt, in die Gemeinde zu gehen oder die Kirche aufzusuchen, sondern es ist der Blick auf die Persönlichkeiten, die diese Gemeinde darstellen, die für die Gemeinde stehen, und dann die Entscheidung, ob man sich dem anschließen will oder nicht. Gewähltes Leitungsgremium und charismatische Führungspersönlichkeiten. Diese beiden Menschen sind wichtig, um Gemeinde bauen zu können. Und ich wage auch einmal die steile These, jeder von uns, der hier sitzt, ist in bestimmten Situationen eine Führungspersönlichkeit. Sei es in der Familie, sei es an der Arbeitsstelle, sei es im Freundeskreis. Wir alle kommen in einem bestimmten Punkt einmal in die Situation zu sagen, wo es lang geht. Durchaus auch in unserer Gemeinde. Nun, was ist dann eine gute Führung? Eine gute Führung ist eine evangelische Führung. Und evangelisch kann man an drei Merkmalen erkennen. Das haben wir hier aus dem Petrusbrief. Der Briefeschreiber gibt sie uns vor und wir können von ihm hören, gute Führung muss freiwillig geschehen. Gute Führung geschieht von Herzensgrund und gute Führung ist selbst immer ein Vorbild. Das ist der Maßstab, an dem wir Führung messen können. Das ist der Maßstab, an dem sich Führungspersonen selbst messen lassen. Sie sind deshalb, weil diese drei Punkte aus dem Glauben herauskommen, nicht nur Punkte, die Führung kennzeichnen, sondern diese drei Punkte kennzeichnen auch das Wesen von Glauben selbst. Wir sind sozusagen im Kern dessen, was Glauben ausmacht. Und damit ist klar, in einer Gemeinde geht es nicht nur um organisatorische, sondern auch um geistliche Führung. Gewiss, wir müssen über den Haushalt des Kindergartens entscheiden, wir müssen in der Gemeinde entscheiden, wie viel Geld wir ausgeben. Wir müssen Leute einstellen, wir müssen Leute entlassen, wir müssen Bauauftrag vergeben und wir müssen unser Außengelände herrichten. Aber alles das ist nur ein Rattenschwanz von Gemeindeführung. Die eigentliche Gemeindeführung liegt nämlich darin, wie wir das Glaubensleben dieser Gemeinde gestalten und in welche Richtung einzelne Gemeindeglieder das Glaubensleben auch gestalten. Was können wir denn heute noch freiwillig glauben, ohne dass es äußere Zwänge gibt? Menschen stellen sich ja immer so vor, in einer Kirche, da gibt es sozusagen einen Satz an Glaubensregeln und die muss man einhalten und dann glaubt man. Nein, in einer Gemeinde gilt auch, es wird nur das, was freiwillig geschieht, geglaubt. Und von den Führungspersönlichkeiten erwartet man, dass sie Auskunft geben können, was denn dieser Glaube ist, worin der denn besteht. Und wie man den denn heute noch begründen und vertreten kann. Das ist tatsächlich eines der schwierigsten Punkte geworden. Wir haben ja im Moment gerade eine Gesprächsreihe. Was glaubst du denn, wo sich immer so etwa biblisch 12 Menschen versammeln, die dann gemeinsam zu buchstabieren versuchen, was heißt das denn, zu glauben? Und wenn man dann mal nicht einfach nur traditionell in den Formeln reden will, wird es ganz schön schwierig zu beschreiben, was eigentlich Glauben ausmacht. Aber eine evangelische Führungspersönlichkeit
sollte dazu in der Lage sein. Der Ort des Glaubens wird hier mit einem wunderbaren alten deutschen Wort bezeichnet, der Herzensgrund. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo sich Ihr Herzensgrund eigentlich befindet? Jeder hat einen. Wir würden heute wahrscheinlich eher vom Persönlichkeitskern oder von der Identität sprechen. Glaube kommt aus unserem Persönlichkeitskern, da wo unser Herz sein Fundament hat. Wenn jemand eine Führungspersönlichkeit einer Gemeinde sein will, so muss er die Herzen der anderen Menschen berühren können. Das ist eine der Erwartungen bzw. eine der Kennzeichen, wodurch Führung geschieht. Jemand kann mir eine Sache, eine erforderliche Tat oder einen Glaubensgegenstand so darstellen, dass ich davon berührt werde. Das mag ein sehr hoher Anspruch sein, aber darunter geht es nicht. Dann vielleicht die ein wenig heikle Frage: Haben Sie denn eine solche Art der Führung in der Gemeinde schon mal erlebt? Hat es schon mal einen Menschen gegeben in der Kirche, dem es geglückt ist, ihr Herz wirklich zu berühren, dass sie eine innere Bewegung erfahren haben, von der sie wissen, genau das ist es, was mich ausmacht? Mich hat mal eine Mutter gefragt: Können Sie denn Jugendliche begeistern? Das war im Rahmen des Konfirmandenunterrichts und sie hat dann natürlich sehr klar formuliert: Wer junge Menschen mit dem Glauben in Berührung bringen will, muss eine Begeisterungsfähigkeit ausströmen können. Da kann einem schon mal mulmig werden, wenn man da über sich nachdenkt: Bin ich jemand, der andere begeistern kann? Aber mindestens kann man einen Menschen abspüren, wenn er es ernst meint, wenn er aus dem Herzensgrund handelt und eben nicht einfach nur so obenhin. Eine gute Führungspersönlichkeit ist immer auch bereit, selbst das zu tun, was sie von anderen Personen verlangt. Wenn wir also erwarten, dass in unserer Gemeinde schmutziges Kaffeegeschirr gewaschen wird, dann müssen wir selber schon mal schmutziges Kaffeegeschirr gewaschen haben. Sonst dürfen wir diese Erwartung nicht haben. Wer sich vorstellt, dass Jugendliche regelmäßig in den Gottesdienst gehen, der muss selber fröhlich, freiwillig, mit Freude in den Gottesdienst gehen. Tun steckt nur dann an, wenn es glaubhaft geschieht. Und alles Tun, dem sozusagen eine Pflicht verordnet wird, ist schon nicht mehr evangelisch, geschieht schon nicht mehr aus dem Herzensgrund. Und wir wissen ja, dass da unser Problem liegt. Wir wissen, dass wir in unserer evangelischen Gemeinde ganz viele Dinge auch lustlos tun. Wir tun sie, weil wir denken, es wird von uns erwartet, dass wir sie tun. Und wir tun sie oft auch mit einem inneren Widerstand. Da braucht es Menschen, die uns zeigen können, dass vielleicht auch eine unangenehme Aufgabe etwas hat, was Ausstrahlung besitzt, was begeistern kann. Das ist beim Abwaschen von schmutzigem Geschirr nicht ganz leicht, aber auch nicht unmöglich. Und da merken Sie auch schon, wo die Möglichkeit besteht, dass Sie in unserer Gemeinde eine Führungspersönlichkeit werden. Schon allein aus der Art, wie Sie hierher kommen zu uns und was Sie da so für eine Atmosphäre ausstrahlen, macht Sie dann schon zu einer Führungspersönlichkeit oder zu einem Problem dieser Gemeinde. Wer auf diese Art geführt wird, dem erscheint der gute Hirte selbst. Christus sichtbar werden zu lassen, das geschieht genauso, wie ich es eben versucht habe darzustellen. Und das hat auch eine Verheißung. Das hat nicht nur eine Pflicht, sondern das hat auch eine Verheißung. Der Brief schreibt: Der Erzhirte Christus wird euch mit seiner Herrlichkeit krönen. Wer eine gute Führung selber erlebt hat oder praktiziert, der spürt und weiß: Ja, genau so kann Kirche sein, so soll sie sein, genau so soll Gemeinschaft sein, wie Menschen miteinander leben. Das ist ein seliger, ein beseligender Augenblick, wenn wir sowas erleben können. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.